Jo Leute, Vlog Nummer 4, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute ist wieder Matchday gegen Heroic. Aktuell Platz 1 gelistete Team der Welt. Bleibt dran, checkt's aus. Sag mal so, und auf geht's. Und auf geht's? Ja. Das sagen wir doch nicht. Und auf geht's? Ja, oder irgendwas anderes. Viel Spaß beim Vlog. Und los geht's. Viel Spaß beim Vlog und los geht's. Ja. Viel Spaß beim Vlog und auf geht's. Moin, moin. Du musst mal wieder stehen hier. Ja, müsst ihr. Schlechte Witz erzählen in der Zeit. Okay, also alle dabei? Ja, erzähl mal schlechte Witz. Kommt und fährt in die Bar. Sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Ja. Jungs. Also, kannst du so einen Grillenzirpen einspielen? Den muss ich mir immer mal erzählen, ne? Ja, ey, ihr seid hier angekommen. Ich dachte, wenn wir hier stehen und wieder umsonst hier stehen müssen, obwohl wir uns schon einspielen könnten, erzähl diesen Witz. Mies cringe. Steht mir auf jeden Fall mies cringe besser. Ich hab den Witz aber nicht gehört. Kommt ein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Ja, ist zu jung. Guck mal, Mies guckt richtig böse. Hast du verstanden? Nö. So. Pferd ein langes Gesicht hat, so von Natur aus. Du fragst ja, so von Natur aus. So abgefuckt aussieht, warum siehst du so ein langes Gesicht? Das Pferd hat halt ein langes Gesicht. Ja, okay. Ja, okay. Spurcheck. Ich vermisse Backfoot, Alter. Das wird verrückt, Alter. Wir picken das zwei, ist das okay? Ja, okay. Hey, ist das Dude over there? Oh, was war der, Alter? Ja, was ist der? You have 3 people? Four. You only can have 2. Oh. Big Ben. Ben Overpass. Road Ben. Quick kick vertical. Heroic kick. Ocean. Fusion. Big Ben nuke. Nuke. Heroic Ben. Oh man. Big Ben nuke. Big Ben Mirage. Mirage. Nice map in front. Okay. Good luck. Vertigo, Ancient, Inferno. Oh, die haben ja so gebaut. Ja, die spielen ihre schlechtesten Maps, ne? Ja. Weißt du, er sagt so Hello Football Team. Der hat so richtig gelacht, das war immer er. Es sagt nichts aus, wenn wir den B-Lurk töten. Es kann trotzdem noch einer in der Mitte kommen oder den Mitte-Lurk töten. Solche Sachen. Und ansonsten, ich hab so. Das ist hart, mein Oberteil. Ja, selbst wenn es entfernt, würde ich den 1-9, Alter. 1-9. Ich stehe nicht viel besser. Ja, und? Ich stehe 1-9, das ist doch voll witzig. Ja, okay. Showdown, ich habe nur Showdown gehört. Showdown, das habe ich gehört. Denk dran, was wichtig sein wird, absoluter, sehr fokussierter und klare Ansage, ja? Still up, otherwise it's just wasted. Gabby, that's a very cool double opening. He tries to set it up, but more pistols are coming up for big. Searson with the double kill, and Cadian now all of the pressure on him. He hasn't found the kit yet, so... Let's go, Wait, they know that this is going to be a rush coming in from Heroic. It's just a matter of the time. No more nades to be thrown, so it's all down to the mechanics. 10-second defuse initiated. That's not going to be good enough, but look. Pick up the kid. All right, I was worried for a second. 0.28! Can they do anything on the CT side? A four-man push to the middle. Searson, oh, the counter flash is amazing! And the cleanup is even better. 3 headshots for Searson. Echt? Single-Digit-Sense, mach dir keine Sorgen. Benni, kurzer Zwischenstand. Sieht so gut aus. Alles ist unmöglich, nichts ist unmöglich. Wir haben auch gerade gar keinen Spaß beim Spielen, weißt du? Es ist gerade Zwang, so, wir müssen arbeiten gehen, weißt du? Aber hey, das ist ein Privileg, Alter, dass wir hier arbeiten gehen, okay? So müssen wir das hier lernen. Egal, Leute. Komm, jetzt geht das beste Spiel los. Okay. Passiert, aber es ist lustig, auch mal zu kassieren. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mit Spaß aber kassieren. Wir haben halt mit Zwang kassiert. Und das ist nicht so gut. Wie ich auch schon meinte, war ein bisschen auch zu hektisch.
Wenn wir das gleich machen auf Engine, haben wir sowieso keine Chance. Aber wir werden jetzt mit einer neuen Map, mit neuem Start an die Sache gehen. Wir können alles spielen, die haben keine Ahnung. Genau. Die respektieren uns null, die schießen uns auch. Egal, ob sie off-guard sind, mit einem Fuß hier, wir schießen schlecht. Wenn wir uns ein bisschen Respekt zurückholen, können wir auf Reach spielen. Und im Moment ist es wieder, alle Reads, die wir haben, kann man wegschmeißen, weil die lachen gerade über uns. Ist so. Die denken, Alter, guck mal, wie die Runden throwen. Und wie gewinnen wir das wieder? Indem wir einen guten Start hinlegen, stabiles CS spielen, wo die merken, scheiße, die haben gute Kommunikation, ja, die haben giftige Kommunikation. Nur so kommen wir wieder back, vor die Smoke zu werfen. Das heißt, die Smoke fadet bei 35 bis 32, ja, je nachdem. Manchmal brauchen die ein bisschen länger, von 15 her. Und die Donut-Smoke fadet immer 1. Mach Kette raus. Nee. Ich hab auch rausgemacht jetzt. Ich schwör, dann geht rein. Soll ich lieber fragen, wer Ball gegen die Wand geschossen hat? Jetzt ist. Aber immer. Ich glaube, wenn du uns die Frage stellst, das würdest du beantworten. Kito. Jetzt kann man nichts mehr für sie tun. Jetzt müssen sie abliefern. Hopp, Jungs! Ja. So, Jungs. Run right out, and here's Searson at the donut position. That's something that they have to get past. It's going to be a peak. Oh, flick though. He's so quick when he's fast. Oh, there we go. What? Train Rischemann! That is some expert play from Searson. They tested him, and he survived. Oh, yeah. Come, good ace. No! No! Josef, geile Kommunikation, aber das sucht du, Alter! Komm, Kali, bitte. Hey, ich spiel bitte. Searson's a Druid. He is so godlike when he's in this mode. Nade will take care of Tessus, and now Krimbo will have to follow up where Searson left off. Already getting the one there, but time is swiftly going to be running out. Good spray down. He takes Cadian, but has no idea where Stown is, and he's low on health. He will Nice, Kali. Nice, komm jetzt, wir gewinnen jede Runde! Die sind über Scheiße, Alter, merkt ihr das? Boss bei Adam, das war's von Fanta, das waren zwei Runden, die du gewonnen hast. Und Schwarz, die liegen easy. Wir sind besser nicht mehr. Die sind dran jetzt gerade, merkt ihr es nicht? Die hinten nichts. Wir hinten jetzt, das sind die Woche, Alter. Da! Ja, geil, Leute! 100% Win, Alter! Ey, weil wir aber auch gut gehittet haben, Mann. So, gerade in den 10, Bruder. Ja, nur, mal gucken, was wir gelernt haben. Geil. Ich so nix, Alter. Ja, und du hast richtig gefickt, der Herz. Genau so, Alter. Genau so habe ich es mir vorgestellt, wie man einen Donut spielt, Let's Alter. Go! Best Angel Team? Genau so, Mann. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Du hast richtig geil Brave gespielt. Und immer weiter, Alter. Das ist richtig geil gemacht, Mann. Viele wichtige Runden. Was mach ich da? Josef, ab jetzt musst du anfangen mitzuschreiben. Ja, aber ich bin Boiler. Ja, du bist Boiler. Ja, und dann gehen wir raus. Ja, genau. Weißt, ja, genau. Ja, ich mach erst Banane, dann mach ich eine Dünnschmuck, dann mach ich das. Da weißt du doch echt schon, was du tust. Du hast viel Gesicht, viele X stehen, so wie du es eben gemacht hast. Ja, sehr gut. Ja. Super. Ja! Fucking nice, man. Fucking nice. Wir machen das. Egal, Mann. Egal, Mann. Komm. Leute, wir sind am Ende von Teil 4 aus Kopenhagen. Damit sind wir auch alles abgeschlossen. War overall ein gutes Spiel. Wir werden heute da nichts mehr analysieren können, weil wir die Prac-Rooms nicht mehr haben. Hatten jetzt gerade noch ein sehr leckeres Team-Dinner im Steakhouse hier in Kopenhagen. Fahren jetzt zurück ins Hotel, wo es dann morgen früh schon Richtung Berlin geht, wo wir genau ungefähr 7 Stunden Aufenthalt haben werden. Und dann geht's ab nach Katowice. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen.
wenn ihr den alten Blog nicht geguckt habt oder die anderen alten Blogs, unten in den Kästchen. Und wir sehen uns in Katowice.